Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Encased. Wir streifen immer noch munter durch die Magellan-Station, hier steht es auch wunderbar, und versuchen neue Quests zu ergattern, Dialoge zu führen, Verbrechen aufzuklären, Blumentöpfe zu looten, was man halt so macht, wenn man irgendwo ankommt. Ach, Timis, was ist denn los? Das Wartezimmer von Kingsley. Ach, da ist Kingsley. Ah, vor Kingsleys Büro ist erfüllt vom Surren des Belüftungssystems und der schwülen Luft. Hinter dem Tisch rechts von der Tür sitzt eine schlanke Brünette, die ein eng anliegendes Jackett trägt und eine Bluse, die am Hals zugeknöpft ist. Das Namensschild auf ihrem Tisch weist sie als Artemis Katzaros Sekretärin aus. Glad to meet you. Als du dich der Frau näherst, fegt sie etwas vom Tisch und öffnet ein großes schwarzes Notizbuch. Willkommen beim Büro von Generaldirektor Kingsley. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay, zunächst, bevor ich irgendwas anderes mache, würde ich gerne diesen einen Militär melden, der seine Befugnisse auf Eben-3 missbraucht. Katzaros verengt die Augen zu Schlitzen. Wie ist Ihr Name? Okay, notiert. Sie notiert sich zügig etwas in dem Notizbuch. Danke, dass Sie dieses unangemessene Verhalten gemeldet haben. Wir werden uns kümmern. Artemis legt das Notizbuch beiseite. Kann ich sonst noch helfen? Ja, also da ist so ein Mitarbeiter, der, naja, zieht so ein Schneeballsystem durch. Katzaros sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. So wie schon letztes Mal. Es ist schwer zu sagen, was diese Geste bedeuten soll. Ich schreib's auf. Sie schreibt noch etwas in ihr Notizbuch. Danke, dass Sie dieses unangemessene Verhalten gemeldet haben. Wir kümmern uns drum. Naja, und dann ist da noch einer, der Drogen nimmt. Die Sekretärin reagiert auf deine Beschwerde mit einem tiefen Seufzer. Danke, dass du auch dieses inakzeptable Verhalten gemeldet hast. Wir werden uns drum kümmern. Sie sagt diese einstudierte Formulierung mit matter Stimme auf. So, darf ich jetzt zu Kingsley? Katzaros verschränkt die Finger ineinander. Halten Sie Ihren Selektron an den Scanner. Ja, genau da. Artemis wendet sich von ihrem Bildschirm ab und zu dir zu. Offenbar ist sie überrascht. Oh, das Simulatorprojekt? Dann werde ich Sie nicht länger warten lassen. Mr. Kingsley hat mich angewiesen, Mitarbeiter des Simulators vorzulassen. Come back again. Sehr schön. Ich dachte, das gibt mehr Probleme, aber ich gucke erstmal im Büroschrank. Achso, das da hinten. Okay. Hallo, Mr. Kingsley. Ich gucke erstmal hier mich um. Ach, der hat echt Geschütztürme im Büro. Das ist ja mal interessant. Nein, schon wieder nicht lootbare Pflanzen. Ach Mann. Mr. Kingsley, Sie enttäuschen mich. Kann ich mich auch setzen beim Reden? Nee. Ein kleiner, dünner alter Mann in einem grauen Satteur-Jackett mit mehreren großen silbernen Rangabzeichen sitzt in einem Sessel. Martin Kingsley, Leiter der Magellan-Station. Vorher wirkte er beeindruckender. In Kingsleys Blick siehst du wachsende Überraschung. Er sieht dich an. Ich verstehe nicht. Halluziniere ich schon wieder? Sind das wieder diese Visionen? Ja, den kennen wir noch vom Anfang. Ach, cool. Sag ihm... Warte mal. Okay. Also, ja, sie haben sicher schon von mir gehört. Denn, naja, ich bin erst vor kurzem wieder in den Ruinen von Nashville aus der Stasis erwacht. Martin lächelt höflich, aber skeptisch. Es tut mir leid, aber ich kann keine Behauptungen anerkennen, die man nur schwerlich bestätigen oder widerlegen kann. Ja, also... Wenn du ein bisschen tiefer in deiner Erinnerung gräbst, kannst du es wahrscheinlich selber bestätigen, denn du hast mich nach Nashville geschickt. Martins Pupillen weiten sich. Er atmet geräuschvoll aus. Sie haben überlebt und dabei nicht einmal den Verstand verloren? Ja, ich erinnere mich jetzt an sie. Kingsley nimmt seine Brille ab. Er hat die Augen eines todmüden alten Mannes. Sagen Sie mir doch, wenn ich jede zweifelhafte Entscheidung bereuen würde, die ich je getroffen habe, wie lange würde ich diese Position dann behalten? Was wollen Sie, dass ich reue zeige? Nein, eigentlich nicht. Moment. Ich, ganz ehrlich, nehme es nicht persönlich. Er hat seine Pflicht erfüllt, also alles gut. Der Direktor schüttelt langsam den Kopf. Ja, Sie verstehen das mit Ihrem Verstand, aber nicht mit mehr als jeder andere. Nur was ändert sich, wenn man die Fakten betrachtet? Stille. Martin hustet leise, er holt eine Akte aus einer Schublade und klickt mit dem Stift bereit zum Schreiben. Der Generaldirektor fährt zusammen und beobachtet dich ganz genau. Es ist ein bisschen spät, um den Bericht über Ihre Mission abzufassen, aber da Sie nun einmal hier sind, schildern Sie mir bitte kurz, was in Nashville passiert ist, nachdem wir zuletzt gesprochen hatten. In Ihren eigenen Worten, ja? Okay. Alles erzählen ist immer dabei, ne? Ja, jetzt ist nur noch... Kronos trägt die Verantwortung aufgrund seiner zügellosen Gier.
Ich fühle mich schuldig. Ich hätte dieses Unglück verhindern sollen. Nö. Dass du der Zivilisation einen großen Gefallen getan hast, als du den Marschstrom erweckt hast? Nein. Also eigentlich das hier, ne? Das erste fast. Erzähl ihm alles und füge hinzu, dass du ein Möglichstes getan hast, um die Menschheit zu vernichten. Was? Und dass du es erneut versuchen wirst, falls du... Nee, also ich würde sagen, Kronos trägt dafür die Verantwortung aufgrund der Zügellosen Gier. Martin tut so, als würde er seine Notizen prüfen. Lassen Sie uns das noch einmal durchgehen. Sie behaupten, dass wir mit anderen Forschungsmethoden die Katastrophe hätten verhindern können, ja? Um ehrlich zu sein, neige ich selbst zu diesem Standpunkt. Kingsley schließt die Akte. Gut, ich werde das Ihrem Bericht hinzufügen. Wie Sie sicher wissen, zersetzt der sogenannte Malstrom, der in der Ausgrabungszone von Nashville aufgetreten ist, den Verstand der Menschen. Die Wissenschaftler, die seine Entwicklung beobachten, haben berichtet, dass er vor kurzem begonnen hat, sich auszudehnen. Also die Folgen. Die Situation ist katastrophal. Der Marsstrom ist ausgebrochen und hat Nashville zerstört. Vermutlich hat er auch die Spire zerstört und die Concorde-Station verschlungen. Dort befindet er sich jetzt über den Ruinen. Der Direktor zeichnet mit der Spitze seines Stiftes in der Luft ein imaginäres Schaubild. Es gibt keine Kommunikation mit der Außenwelt und Kronos ist zerfallen. Ich bin nicht sonderlich glücklich mit der neuen Kommission, aber ich muss anerkennen, dass dieser kleine Staat nun die einzige brauchbare Autorität in diesen schweren Zeiten ist. Er schaut auf und zu der Kamera, die von der Decke hängt. Der Marsstrom breitet sich seit kurzem aus. Um ihn zu untersuchen und die Kontrolle über ihn zu erlangen, hat die Leitung der neuen Kommission das Emulator-Projekt ins Leben gerufen. Momentan hat es mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich würde gerne wissen, ob wir uns auf ihre Hilfe verlassen können. Kingsley starrt dich intensiv an. Seine Augen verraten, wie totenmüde er ist. Also ganz ehrlich, ich werde denen helfen, die die beste Idee haben. Der Generaldirektor sieht dich lang und wachsam an. Nun, ich schätze Pluralismus und gesunden Menschenverstand mehr als die Politik. Aber lassen Sie sich nicht von anderen in Ihre Machtspiele hineinziehen. Wissen Sie, Sie sollten Henrietta Rousseau treffen, unsere leitende Wissenschaftlerin im Emulator-Projekt. Hab ich doch schon. Kingsley lehnt sich in seinem Sessel zurück und blättert die Akte durch. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Diese Unterhaltung war informativ und nützlich für uns beide, wie ich hoffe. Aber Sie sind wohl nicht deswegen hier. Ich vermute, Sie haben Fragen. Okay. Wie ist es für Magellan, verantwortlich zu sein? Kingsley klopft auf einen gigantischen Aktenstapel, der auf seinem Tisch liegt. Beschwerlich. Sogar noch mehr Verantwortung als zuvor. Bis wir das Problem mit dem Marsstrom gelöst haben, werden sowohl Magellan als auch die neue Kommission das Zentrum der Welt unter der Kuppel sein. Die Menschen müssen sicher sein können, dass das Leben weitergeht, die Gesetze immer noch aufrechterhalten werden und die Wissenschaftler alles in ihrer Macht Stehende tun, damit ein weiterer Vorfall vermieden werden kann. Ich betrachte dies alles gern als eine zweite Chance. Okay. Wie denken Sie über den Entzug des Magellan-Bürgerschaftsstatus als Bestrafung? Der Direktor verschränkt die Finger. In letzter Zeit höre ich diese Frage viel zu oft. Was wissen Sie über die Hellenen? Im antiken Griechenland hielt man den Verlust der eigenen Bürgerrechte für schlimmer als die Todesstrafe. Sie stellten eine Verpflichtung zu bestimmten sozialen Werten dar. Durch die Androhung eines Rechtsanzuges stärkten sie diese Werte. Kingsley blickt nachdenklich auf die Tischplatte hinab. Oder vielleicht versuche ich auch nur Nakamuras Direktiven zu rechtfertigen. Martin reibt sich abwesend die Schläfen, als wüsste er nicht, was er mit seinen Händen anstellen soll. Okay, hat die Kommission irgendwas zu tun? Martin faltet die Hände auf dem Tisch und betrachtet dich. Definitiv, obwohl das Emulator-Projekt unsere Hauptmission ist, gibt es da noch was anderes. Bevor wir die betroffenen Einrichtungen wiederherstellen können, brauchen wir jemanden, der sie erkundet und über ihren jeweiligen Status Bericht erstattet. Kingsley öffnet eine Karte auf seinem Handheldgerät. Sehen Sie, hier befindet sich der Gretel-Komplex, eine kleine experimentelle Einrichtung. Die Kommunikation brach am 14. September 1976 ab. Dieser Punkt hier ist das Sonora-Bunkerlager. Der genaue Zeitpunkt, an dem die Kommunikation abbrach, ist unbekannt. Aber der letzte erfolgreiche Versuch wurde im Oktober 1976 verzeichnet. Mit diesen Worten fährt er fort. Martin wischt mit dem Finger über den Bildschirm und in einem leeren Quadrat leuchtet eine Markierung auf. Der Bunker des Kaleidoskop-Projekts. Dieses ist als geheim klassifiziert und zugangsbeschränkt. Sie müssen einen Weg hineinfinden. Nach einer kurzen Suche deutet der Direktor auf einen bestimmten Ort auf der Karte. Und der Campbell-Komplex. Fragen Sie mich nicht, was dort los ist. Kurz nach dem Vorfall haben Sie aufgehört, auf unsere Signale zu reagieren. Kingsley drückt auf eine Taste am Chaos. Nun haben Sie die Koordinaten der verschiedenen Einrichtungen. Hier nochmal die Aufgabe. Erkunden Sie sie und kommen Sie sofort zurück. Das ist alles. Sonst noch was? Martin schüttelt den Kopf. Nee, noch nicht.
Okay, wow, das war viel Text und ich habe nichts mehr zu trinken, verdammt. Na gut, das Spiel ist immer ganz schön fordernd, vor allem wenn man zwei Folgen am Stück davon aufnimmt. Man ist halt quasi nur noch am Reden. Am Lesen. Huch, sobald die Tastatur des Geräts berührt, beginnt die Systemlüfter wie wild zu dröhnen. Langsam Zeile um Zeile erscheint das Kronos-Logo auf dem Bildschirm. Unterhalb des Logos steht Passwort eingeben. Kann ich nicht. Rick McDougall. Moment, erstmal Metallspinde. Hallo? Hier kann ich auch ran ans Terminal. Nee, kann ich nicht. Ah, na gut. Aber hier. Oh Gott. Die Gesichter von Kronos. Die siamesischen Zwillinge Sid und Phil wurden zweimal geboren und beim ersten Mal vom Pech verfolgt. Die Mutter der beiden starb bei der Geburt und das missgestaltete Herz, das sie sich teilten, starb nach und nach aufgrund der Belastung, die mit der Versorgung zweier Systeme einherging. Die zweite Geburt wurde von einem experimentellen Eingriff der Forschungsabteilung der Kronos-Stiftung begleitet, mit welchem das fehlerhafte Herz durch einen einzigartigen Blutkreislauf und Regulationsapparat, der auf der Technologie der Ahnen basiert, ersetzt wurde. Damals wusste das Unternehmen noch nicht, wie viel Gutes diese Genies eines Tages verbringen würden. Als sie später ihre unglaublichen Fähigkeiten in Mathematik und Programmierung entwickelten, bekundete die Personalabteilung von Kronos ohne Umschweife ihr Interesse. Dies hatte zur Folge, dass Sid und Phil einen essentiellen Beitrag zur Entwicklung des weltberühmten dezentralen Computersystems Minerva leisteten. Dem bis heute leistungsstärksten und komplexesten ECM überhaupt. Okay. Spannend. Rick, was hältst du davon? Du läufst fast gegen einen glatzköpfigen, korpulenten, zwergenhaften Mann. Anscheinend beherrscht dieser Tüftler die Gabe der Tarnung, denn er bleibt selbst in diesem gut beleuchteten Raum irgendwie unsichtbar. Der dicke Mann springt beiseite. Entschuldigung, Entschuldigung, bitte um Verzeihung. Als er mit seinem Gemurmel fertig ist, weicht er deinen Blick aus. Auf seinem Namensschild steht Rick McDougall. Der Tüftler streckt seinen Arm in einer unverständlichen Geste aus. Es scheint, als wolle er dich was fragen. Ja? McDougall starrt dich ängstlich an, als hätte er die Fähigkeit zu sprechen verloren. Sind Sie der neue Junior-Techniker? Sind Sie hier wegen Minerva oder... Er schaut hinab auf seine Schuhe. Also ich habe eine silberne Uniform. Der Gesichtsausdruck des Tüftlers ändert sich. Er fühlt sich eindeutig unwohl. Ja, tut mir leid. Ich habe es einfach nicht bemerkt. Was ist denn dieses Minerva? Rick breitet die Arme aus und deutet auf die Zentralrechner nehme ich an, im Raum. Das alles ist Minerva. Es ist ein Computersystem mit einer Taktfrequenz von insgesamt fast 900 MHz. Im Magellan ist nur ein Knotenpunkt installiert. Er erledigt die administrativen Aufgaben der Station, kann aber, wenn nötig, auch wichtige Infos zusammen mit anderen Teilen des Systems verarbeiten. Okay, ich kann ja mal gucken. Rick wird lebhaft. Okay, Sie können meinen Computer benutzen. Oh, und noch eine Sache. Sie brauchen für alles hier ein Passwort. Es ist dieses Wort und das Quadrat der Nummer des Zentralrechners. Für den Zentralrechner 4 zum Beispiel wäre es die Nummer 16. Hier. Er reicht ein Stück Papier mit einem merkwürdigen Wort darauf. Was? Forget me, gell? Okay. Was bedeutet das? Du erklärst dir. Ich dachte, es wäre sicher ein schwedisches Wort zu benutzen. Ich habe es einfach im Wörterbuch nachgeschlagen. Es bedeutet, vergiss mein nicht. Das wäre die Lieblingsblume meiner Mutti. Rick streicht nervös mit den Fingern über die Tastatur. Ach ja, der Rechner wird jedes Mal gesperrt, wenn Sie gehen. Also müssen Sie das Passwort bei jeder Sitzung neu eingeben. Tut mir leid, das macht es etwas lästiger. Anschließend blickt er zu Boden. Okay, gut. Have a good one. Ja, schön. Dann mal los. Du näherst dich dem mächtigen modernen Terminal. Sein breiter Bildschirm erwartet dich einladend. Auf dem könntest du wahrscheinlich Spiele spielen. Das ist wahrscheinlich auch, was sein Besitzer den ganzen Tag tut. Okay. Spiel? Kann ich... Willkommen zum fantastischen neuen Spiel, das Gigaheart Company, die Softwareabteilung von Modus Ins, für dich entwickelt hat. Modus Ins Digitalität ist die Zukunft. Jo. Du bist der unerschrockene Weltraumpionier Cheerful Jack und stürzt dich abermals in ein aufregendes Abenteuer. Du hattest letzte Nacht ein paar Bier zu viel und wachst daraufhin an einem fremden Ort mit einem Kater kosmischen Ausmaßes auf. Dein Saurus 5000 gibt an, dass du dich im Hangar einer Weltraumstation befindest, die Titan umkreist. Der Hangar selbst ist völlig leer. Der einzige Gegenstand, den du sehen kannst, ist ein Weltraumschraubendreher, der in der Nähe auf dem Boden liegt. Den Schraubendreher? Mit so einem Gerät kann man einiges anstellen. Eine Schraube festigen, eine Schraube lösen, jemanden abstechen. Könnte nützlich sein. Okay, umgucken.
Du bewegst dich langsam, um deinen Brummschädel zu schonen und studierst die blanken Wände. Sofort fällt dir eine Tür auf. Du bist dir sicher, dass es sich um eine Tür handelt, weil sich an ihr die Aufschrift Tür auf Augenhöhe befindet. Auch hier ist kein einziger Schraubendreher. Schönes Text-Adventure. Okay, Taschen. Ah ja, dann nützlicher Schraubendreher, was eigentlich auf was bringen gehofft. Okay, öffne die Tür. Du befindest dich im Hauptkorridor der Station und natürlich handelt es sich dabei um einen Weltraumkorridor. Kannst du das Wort Weltraum schon nicht mehr hören? Okay, wir werden das Wort Weltraum ab jetzt nicht mehr verwenden. Um dich herum befinden sich drei nummerierte Türen. Eins zu deiner Linken, zwei zu deiner Rechten und drei direkt vor dir. Außerdem gibt es auch die Tür, aber die zählt extra. Hilfe? Okay, das reicht. Hier ist niemand. Nun ja, zumindest fast niemand. Okay, Tür 1. Tut mir leid, verriegelt. Tür 2. Hierbei handelt es sich wohl um eine Art Weltraumvorratskammer. In einer Reihe einzelner mikroklimatisch kontrollierter Zellen werden Lebensmittel aller Art aufbewahrt. Deine Aufmerksamkeit richtet sich plötzlich auf einen Aunt Max Pie. Er sieht frisch aus. Du willst gerade danach greifen, als auf einmal eine kleine Sicherheitszone über dir anfängt, bedrohlich zu surren. Aunt Max Pie wird ihnen freundlicherweise von der Firma Chicken Corn bereitgestellt. Ach, schön. So. Schraubendreher auf Drohne. Noch nie zuvor hat jemand Schäferjack beim Sperrwurf geschlagen. Die Drohne ist allerdings ein kleines Tier, das sich dazu noch schnell bewegt. Nachdem sie dem Schraubendreher ausgewichen ist, kontert sie mit einem viel präziseren Antipersonenlaser. Verdammt. Kann ich nochmal? Ich will nochmal. Spiel. So, beginn. Sieh dich um. Schraubendreher. Tasche. Wo ist denn die Tür? Tür? So, Nummer 3 vielleicht erstmal. Ach, ich muss Nummer 2. Okay. Ja, tatsächlich. Dann Drohne, dann kehr den Korridor zurück. Du hörst ein einziges Klicken aus der Nähe. Vielleicht ist eine der anderen Türen offen. Tür 1. Du befindest dich in einer völlig chaotischen Lagerhalle. Es scheint, als hätte das Stationspersonal diesen Bereich als Müllhalde für ungewollten Schrott genutzt. Und so wie es aussieht, haben sie das auch viele Jahre lang getan. Ganz oben auf einem Haufen miteinander verschmolzener Toaster sitzt ein gleichgültiges Alien von Tau Ceti und fummelt an einer Rolle Isolierband herum. Alien Aspirin, okay. Warte mal. Abstechen? Nee. Höflich, ob wir es haben können. Das Alien reicht dir mit einem Lächeln die Rolle Klebeband. Er hat offenbar keine Verwendung dafür. Ach, schön. Dann wieder gehen. Etwas auf dem Boden des Korridors gefallen. Du solltest einen Blick darin tun. Moment, wie mache ich das? Korridor? Wo ist denn der Korridor? Warte mal. Okay. Versuche, das elektronische Schloss mit einem Schraubendreher aufzubrechen. Mit einem lauten Knistern und einer kleinen Funkenexplosion löst sich das Schloss und die Tür geht auf. Allerdings ist der Schraubendreher nun mit den Schellen verschmolzen und nicht mehr nutzbar. Das sieht wie die Kommandozentrale aus. Du kannst eine breite und glänzende Steuerkonsole erkennen. Der knallrote Shutter-Knopf in der Mitte ist kaum zu übersehen. Als du einen Schritt in Richtung Steuerkonsole machst, erstarrst du vor Fassungslosigkeit. Jemand steht dir im Weg. Es ist ein Doppelgänger. Und er sieht nicht gerade freundlich aus. Mutig zurück? Du befindest dich im Hauptkorridor? Ja. Taschen? Nur noch Klebeband, kein Aspirin. Eins. Du befindest dich in einer überfüllten Lagerhalle. Sie ist voller Müll, außerdem kannst du ein Alien. Achso, jetzt hat es Isolierband. Ja. Hast du auch Aspirin? Sieht dich mitfühlend an und zuckt ratlos mit den Schildern. Nö. Dann zurück, Korridor. Okay, Tür. Kommandozentrale. Also, müssen wir wohl angreifen. Schierfurt Jack. Ja, nee. Im galaktischen Nahkampf hat ihm in der Vergangenheit schon gute Dienste geleistet, aber leider verfügt der Klon über dieselben Fähigkeiten und besitzt darüber hinaus noch übermenschliche Stärke. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich jetzt hätte machen sollen mit dem Isolierband. Naja, gut. Dann, was soll man eigentlich machen? Post. Mit einem herzzerreißenden Surren beginnt das System, E-Mails zu laden. Mehrere Minuten vergehen, bevor der Inhalt des Postfaches auf dem Bildschirm erscheint. Ja, E-Mail von Steve. Oh Gott. Oh. Von Steve an... Hör auf, dich zu verstecken, Rick. Ich versuche nicht, mich mit dir zu vertragen, obwohl ich dich immer noch als meinen besten Freund betrachte. Aber verdammt, hör auf, unsere persönlichen und beruflichen Beziehungen zu vermischen. Ich schreibe dir, um dir mitzuteilen, dass nach dem Notfall im Reaktor, als die Abstimmung versagt hat, das System nicht mehr funktionierte. Wenn die Server anfangen, verdammt langsam zu laufen, liegt das Problem nicht am Betriebssystem oder an der Hardware. Die Großrechner versuchen nur über Netzwerkprotokolle auf lokale Daten zuzugreifen. Und das ist kein Fehler, sondern eine Anweisung von Nakamura. Zur Überwachung des Dokumentenflusses und der Nachrichten der Mitarbeiter. Diese Protokolle nehmen den gesamten Kommunikationskanal in Anspruch. Deshalb ist alles so langsam.
Jared hat uns einen kleinen Treiber geschrieben, um das zu korrigieren. Da wir ihn dir nicht schicken können, haben wir ihn im Netzwerkverzeichnis auf Jareds Computer abgelegt. Geh einfach dorthin und starte den Treiber. PS, Rick, falls du das immer noch liest, es tut mir leid, dass wir kein Team geworden sind, so wie du es wolltest. No. Anwaltskanzler. William Beers Chadwick. Lieber Name einfügen, Begünstigter. Mit großer Trauer berichte ich Ihnen hiermit von dem Tod Ihrer Mutter. Unsere Gedanken und Gebete richten sich in dieser schweren Zeit an Sie. In Übereinstimmung mit dem letzten Willen und Testament der Verstorbenen und angesichts der Unmöglichkeit ihrer Rückkehr aus der Kuppel ruht die Organisation und Planung der Beerdigung auf den Schultern unserer Mitarbeiter. Obwohl wir ihre Trauer teilen, müssen wir aus protokollarischen Gründen darauf bestehen, dass alle Leistungen vor der Internierung in Gänze bezahlt werden. Bitte kontaktieren Sie uns so bald wie möglich, um die Einzelheiten zu besprechen. Wir möchten Ihnen unser tiefes und aufrichtiges Mitgefühl aussprechen. Wir bedauern Ihren Verlust. Achtung! Diese E-Mail wurde automatisch generiert. Antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Gut. Journal. Pinkstisch. Check. Systemdaten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Prozessor, Temperatur normal, RAM nicht belegt. Okay. Dann Journal. Nächste Notiz. Vic McDougall. Anmerkungen zur Zentralrechnerleistung. Die gesamte Programmreihe von Minerva arbeitet verzögert, Gründe unbekannt. Erstellt Ticket bei aktiven Aufgaben. Über Passwörter Nutzer Forget Me plus das Quadrat der EID-Nummer des Zentralrechners. Niemand sollte in der Lage sein, das zu erraten, denn niemand weiß, was Mama Vergissmein nicht mag. Der hochmoderne Nadeldrucker summt und knattert, während ein unbekanntes Wort in einer Matrix aus Punkten ausdrückt. Du reißt die Seite an der Perforation ab, steckst sie in die Tasche und kehrst zum Protokolleingang. Trag zurück. Nicht vergessen? Achso. Warte mal. Was ist das denn? Nicht vergessen, aufgrund der jüngsten Neukonfiguration der Netzwerkhardware haben sich alle Computeradressen um 106 verschoben und die Datenbank ist nicht mehr aktuell. Formant hatte besonders viel Glück. Ihr Chaosnummer war früher 11560, jetzt ist es 11666, aber da ist ihr natürlich völlig egal. Okay. Das hatten wir. Hatten wir gerade Journal? Ja, ne? Nee. Doch, hatten wir. Dann Ping. Die Großrechner im Netzwerk reagieren einer nach dem anderen, jedoch mit einer gewissen Verzögerung. Na gut, dann sind wir hier durch. Ja, das hier machen wir, glaube ich, später, ne? Mit den Hauptrechnern. Also in der nächsten Folge. Ich bin gerade echt, ich kann gar nicht mehr reden. Wow, mein Mund ist so trocken und fuselig. Also schön, dass Sie dabei waren und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye!